Was sagt ihr eigentlich zu meinem neuen Teppich, den ich hier hingelegt habe? Ist der nicht wunderschön? Ich liebe diese bunten Farben. Oh Gott, was mache ich denn hier? Ich bin absolut verwirrt. Ladies and Gentlemen, erstmal ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Apollo. Oh yeah. Leute, wir sind hier wieder in unserer wunderschönen, bunten Apollo-Welt. Da bin ich am Schaukeln und ihr kennt das Bild ja hier bereits, was hier gerade rumhängt. Und Leute, ich habe einige Quests erledigt. Wir sind hier gerade oben vor unserem wunderbaren Spiegel, der hier an der Wand hängt seit der letzten Folge. Alter, wer klingelt denn da? Hallo? Was? Hallo? Irgendjemand hier? Hier hat's doch gerade geklingelt! Bitte was? Hier sind nur Schilder! Was ist das? Easy, bitte triff mich heute Nacht auf der Lichtung. Hä, wer schreibt das? Ich verrate dir ein Geheimnis. Nix. Nix? Was? Die... Wo war sie denn? Ich hab sie überhaupt nicht gesehen. Nix. Die war ja schnell weg. Die hat scheinbar nur geklingelt und ist jetzt wieder abgehauen. Oh Gott, Leute, ich springe hier rum, als wäre ich, als hätte ich 7 Katzenleben. Aber habe ich gar nicht. Ich habe nur ein kleines Mauseleben. Und wenn ich runterfall, dann war es mit mir. So, warte mal, Freunde. Ich wollte eigentlich gerade sagen, also wir treffen uns scheinbar nachher, wenn es dunkel ist, mit Nyx auf der Lichtung, wenn sie nämlich rausgehen kann. Und wir haben einige Quests erledigt. Ich hänge nämlich immer noch ein bisschen nach mit meinen ganzen geklemmten Areas. Ihr seht hier, wartet mal, wenn man das Gebiet betritt, das muss hier irgendwo sein. Warte, komm schon. Wo ist Team Rosa zu Ende? Leute, das kann doch nicht wahr sein. Hier sind wir in der Wildnis und hier ist Team Rosa, wo wir hinkommen. Da seht ihr es unten im Chat, genau. Und diese Area, die ich geclaimt habe, die muss ich auf jeden Fall erweitern, damit wir endlich mal ein bisschen weiterkommen. Hier ist diese kleine Krone, die wir nichts gebastelt haben. Das ist nicht die echte Krone, aber es ist immerhin eine hübsche Krone für sie. Das können wir ja heute Abend auch zeigen tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sie das schon gesehen habt, genau. Ich habe ein bisschen weitergemacht. Ich habe nämlich hier im Questbook einige Quests noch abgeschlossen, sodass wir jetzt tatsächlich auch schon, ich glaube, 23 Quests oder sowas erledigt haben. Von Zeitalter Numero Uno. Und jetzt kommt Zeitalter Numero Dos und das beginnen wir, indem wir hier anklicken. Wir haben mindestens 20 Quests aus dem ersten Zeitalter abgeschlossen. Ba-ba-da-dam! Und damit haben wir diese Quest completed. Und was ist das denn? Ich habe hier einen Hammer oder sowas. Hä? Was soll ich damit machen? Was ist das? Warte mal. Pogo-Stick? Was? In der Zweithand? Okay. Hä? Was bringt mir das in der Zweithand? Was soll das? Leute, was mache ich hiermit? Kann ich damit hüpfen? Ah! Bitte was? Hä? Oh mein Gott! Ah! Nein! Wie geil ist das denn? Warte, was? Komm schon! Und... Boom! Yeah! Wie geil ist das? Wir haben einen Pogo-Stick. Als ob jetzt. Mega krasse Sache. Wir können einfach damit rumhüpfen, ohne Fallschaden zu kriegen. Ultra cool. Warte mal, schaffe ich das hier rauf? So, okay, auf den Pilz. Jetzt auf den anderen. Kommt schon, Leute. Ein kleiner Jump. Oh, okay. Nee, das ging schief. Egal, wir schaffen das. Ich würde gerne auf den Baum. Auf den da. Ich weiß nicht, ob man da... Ah! Ah, Mist. Okay, das war vielleicht ein bisschen weit und wir haben 5 Herzen unseres Lebens verloren. Und der hat nur eine gewisse Haltbarkeit. Okay, okay, okay. Den packen wir mal schnell weg, bevor der hier noch kaputt geht. Unser Pogo-Stick, den wir jetzt neu bekommen haben. Und wir haben, glaube ich, auch eine Box bekommen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hebe ich mir die auf, die Boxen, denn ich habe schon davon gehört, dass es in Zeitalter 2... Oh, Alter, da müssen wir rauszoomen. Was ist das denn? Krasse Sache. Dass es hier Quests geben wird, in denen man verschiedene Boxen aufmachen muss. Ich weiß nicht, wo das vielleicht steht. Vielleicht bei Schurke. Stelle bei einem Mitspieler ein unfreundliches Schild auf. Oha. Das ist ja eine süße Quest. Kaufe bei einem Mitspieler-Shop ein. Oh, Leute. Ich habe noch nicht mal einen Shop. Ich muss einen Shop bauen hier in Apollo. Das muss ich machen. Aber bevor wir das machen, Leute, gucken wir jetzt hier nochmal rein in unseren Quest-Computer. Denn ich habe noch eine Quest abzuschließen. Und zwar... Farmer, errichte eine Farm. Die können wir einmal Detect submitten. So, zack. Und, habe ich geclaimed? Hier, unseren Reward claimen. Denn das hier ist unsere kleine Karottenfarm, die ich hier angelegt habe. Für mein süßes Schwein Schinken. Das übrigens schon wieder verschwunden ist. Schinken! Da dürft man nicht drauf.
Das ist eine Falle. Das dürft ihr bitte keinem sagen, Leute. Aber das ist eine Falle für die Leute, die hier versuchen einzubrechen. Die sehen nämlich das Haus und die denken sich, oh la la, da vorne ist ein hübscher Diamant. Und dann laufen die darauf und sterben. So ist der Plan. Aber genau, wir wollten jetzt nochmal kurz, ich würde ganz gerne zum Spawn gehen, denn ich soll da einen Shop errichten. Das ist eine andere Quest, die wir machen wollen. Ich brauche nämlich unbedingt noch ein paar Chunks. Ich brauche Geld. Ich bin arm. Ich brauche Geld. Und dafür müssen wir die Quests abschließen. Deswegen gehen wir jetzt Richtung Spawn, damit wir unsere Area protecten können und schauen mal, wo wir da am besten einen neuen Shop errichten können. Was ist es eigentlich hier für ein Haus? Wir sind schon 100 Mal an diesem Haus vorbeigegangen, aber noch nie reingegangen. Ich weiß nicht. Wollen wir? Ist das nicht eigentlich die Area, wo man nicht hin darf, weil hier irgendwelche gruseligen Tiere sein sollen oder sowas? Wollen wir mal schauen? Ist da jemand drin? Ich kann da so schlecht reingucken. Ich sehe nichts. Hallo? Klopf, klopf. Guten Tag. Hallo. Ich klopfe. Oh, da ist scheinbar keiner. Lass uns mal reinschauen. Oh. Entschuldigung. Hi, Sir. Scher dich weg, bevor ich dich zu einer Maus verwandle. Sir, ich bin doch schon eine Maus. Das ist jetzt wirklich keine gute Drohung. Habla, habla, rafif. Oh, okay. Ciao. Was? Was war das denn gerade? Was ist mit dem los, Leute? Der hat mir gerade gedroht, mich in eine Maus zu verwandeln. Ich gehe jetzt mal lieber schnell weg. Guckt ihr uns hinterher? Der ist da immer noch in seiner kleinen... Aha, okay, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Aha, ich bin weg, ich bin weg. Es tut mir leid, es ist nichts passiert. Ich gehe nicht mehr auf die Nerven, ich verspreche es. War das ein Zauberer? Ich glaube, das war ein Zauberer oder sowas. Der wollte uns verwandeln. Ah! Bitte was? Oh Gott. Was ist das denn? Halt. Nein, 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 nein. Warte, ist es hinter uns? Wir müssen weg. Aha, okay, okay, okay. Und hier rauf. So, komm schon. Ist es weg? Alter, was war das? Hä? Ich glaube, es ist weg. Wir wurden gerade von irgendeinem Dino oder so angegriffen, oder? Gefährliche Tiere betreten, verboten. Aber als ich gefährliche Tiere gelesen habe, habe ich nicht gedacht, dass sie damit Dinosaurier meinen. Aber gut, okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Der Weg zum Spawn war ein wenig gefährlich. Das nächste Mal fahre ich tatsächlich lieber wieder über den See. Das ist ein bisschen sicherer. Da vorne steht noch jemand. Alter, jetzt komm schon. Nicht schon wieder irgendein gefährlicher Mensch hier. Hi, Sir. Sind Sie böse? Sie haben so ein rotes Gesicht und grüne Augen. Oh. Okay, der tauscht nur. Der... Oh, ich liebe Metall. Oh. Ich liebe auch Metall. Schönen Tag noch. Ciao. Okay, so Leute, jetzt sind wir am Spawn. Endlich. Finally re-arrived at our spawn. Okay, alright. Dann wollen wir mal hier reingehen. Wir sehen gerade die Chunks. Ich habe 14, Julian 22, Tops 23 und Flo 44. Dieser Streber. Ja, Flo, du bist ein Streber hier in Apollo. Weißt du was? Das könnt ihr Flo jetzt mal in die Kommentare schreiben. Ihr geht jetzt mal auf Flo's Channel in das letzte Apollo-Video und da schreibt ihr rein Hashtag Streber. Okay? Einfach einen netten Hashtag Streber. Flo ist nämlich ein ganz schneller Streber hier. Da fühle ich mich richtig schlecht, dass ich nicht so gut bin. Kennt ihr das? Ah, das ist ein ungutes Gefühl. Deswegen müssen wir jetzt mal weitermachen hier. Ich habe ja Geld gesammelt. Wir haben... Warte mal. Wir können davon 3 Chunks kaufen. Das macht nochmal 5 extra. Sind 8... 9 Chunks können wir extra kaufen. Dann sind wir auch schon bei 23. Wie Tops. Okay. Kommt schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 und damit haben wir... Ach so! Nein, wir können sogar noch mehr kaufen. Ich habe mich vertan. Warte mal. Wir können sogar noch mehr machen. Noch einen. Und sogar noch einen. Da sind wir bei 27 Chunks. Ich habe mich verzählt. Ich habe 10 und 20 Dollar verwechselt. Ja, nice. 27 Chunks und damit sind wir auf Platz 2. Yeah, das sieht auch schon mal viel besser aus hier für uns. Die können wir auch nachher alle claimen, denn wenn wir bei uns zu Hause sind. Und ich wollte jetzt noch eine Sache schauen. Ah, der Typ macht mir Angst. Ich wollte ja einen Spawner öffnen. Ich wollte einen Shop am Spawner öffnen. Was ist das hier? Essen und Frisches? Und dann legt er mir hier so einen Beefburger hin. Nein, danke. Kannst du behalten. Mach ich später weg. Da ist eine Melone. Das mag ich schon lieber. Da hinten ist ja Flo's Shop. Der hat da irgendwie so einen Topskopf.
Da ist ein Burger. Ich nehme an, das ist vielleicht Julians Shop. Hat Tops schon einen Shop? Oh, das eine Schild, da kann ich abmachen. Oh nein, ich habe immer noch mein Schinken-Wanted-Schild hier hängen. Dabei habe ich Schinken noch schon lange gefunden. Komm schon! So, okay, perfekt. Den Online-Picture-Frame nehmen wir jetzt mal hier schön mit. Und ich muss jetzt mal schauen, ob das bei den anderen... Alter, was ist das denn? Hä? Was steht da? Hier könnte ihre Werbung stehen. Okay. Ich würde sagen, Challenge accepted. Julian, 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 da hast du wohl nicht richtig nachgedacht. Oh, Leute, so viel zu, hier könnte ihre Werbung stehen. Ich habe das Ganze einfach mal in die Tat umgesetzt und habe meine Werbung dementsprechend hier platziert. Und Leute, wisst ihr, was ich mich frage? Ich frage mich, ob ich da runterkomme. Warte mal, können wir von hier, warte, in das Wasser springen? Komm schon. Komm schon! Komm schon! Yeah! Boom! Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Julian hatte nämlich alle Chunks geclaimed, die tatsächlich bis hin zu seinem Gebäude gehen. Also ich konnte diese Werbung nicht überschreiben. Aber ich habe mir einen Turm gebaut. Dieser Turm führt nach ganz, ganz oben. Da sind meine ganzen Leitern dran. Und ich habe da jetzt einfach meine Werbung hingemacht. Ja! Das sind Cora, da unten, und Schinken, meine Plüschtiere, denn da oben sind meine Pullover und da oben ist ein Poster von mir. Und wenn Julian da schreibt, hier könnte ihre Werbung stehen, naja, dann haue ich da halt meine Werbung hin, ne? Also warum nicht? Er hat mich ja im Prinzip darum gebeten. Also ich finde die Sache eigentlich ziemlich nice und ich bin mega gespannt, was Julian dazu sagt, dass ich bei ihm einfach meine Werbung geschaltet habe. Ich hoffe, er verlangt von mir kein Geld oder sowas. Oh nein, ich will dafür nichts bezahlen, Leute. Übrigens, wenn ihr irgendwas davon haben wollt, ihr könnt im Shop vorbeischauen, Tumilo Store, da gibt es eine richtig coole Weihnachtsbox, falls ihr also noch kein Geschenk zu Weihnachten habt oder sowas, da sind richtig coole Sachen drin, unter anderem eben Poster und Hoodies und Schlüsselbänder und Notizbücher und richtig coole Sache, sogar ein Plüschtier ist da drin, total cool, also könnt ihr euch aussuchen. Und ich würde sagen, wir haben heute einiges geschafft, ich habe immer noch keinen Ort, wo ich meinen Shop hinmachen will, aber da werde ich schon hier irgendwas am Spawn finden. Und wir begeben uns jetzt mal langsam auf den Heimweg, denn Nyx wollte ja tatsächlich noch heute mit uns reden, ne? Ah, komm schon! Nein, 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 darin, da lang, okay, 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 okay. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben mit dem Pogo-Stick. Ah, im Wasser, Gott sei Dank. Leute, es ist doch schon dunkel. Ich glaube, Nyx wollte sich doch jetzt mit uns treffen auf der Lichtung, oder? Wir gehen mal schauen, Leute, ob sie schon da ist. Ich bin gespannt, ob sie schon irgendwie auf der Lichtung auf uns wartet oder so. Was? Hä? Was bewirfst du mich mit Schneebällen? Psst, hier drüben. Ja, sehr gut. Was ist denn hier drüben? Alles klar? Hi, guten Morgen, kann ich ja sagen. Niff, du bist ja wahrscheinlich gerade erst aufgestanden, oder? Komm, ich muss dir etwas zeigen. Ich habe eine Idee, wie wir die Krone zurückbekommen. Oh, echt jetzt? Ja, okay. Da bin ich aber gespannt. Wo wollen wir denn hingehen? Weißt du was, Nyx? Du, ach Mist, ich wollte den Leuten eigentlich noch was anderes zeigen. Egal, das mache ich nächste Folge. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hingehen und wie wir die Krone zurückbekommen. Oh Gott, hier ist ein Geräusch oder sowas. Wo willst du denn hin? Darunter? Okay. Okay, Freunde. Nyx geht vor. Alles klar. Ja. Waren wir hier nicht sogar schon mal? Das ist doch die Höhle, wo du das erste Mal als Licht reingeflogen bist, oder? Ich kann mich erinnern. Hier drin ist jemand, der uns helfen kann. Aber verrate niemandem, wer es ist. Oh la la. Da bin ich aber gespannt, was Nyx in ihrer Höhle vor uns versteckt. Leute, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Apollo. Wir werden herausfinden, was in dieser Höhle ist in der nächsten Folge. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge und die auch sehen wollt. Schaut im Tumilo Store vorbei, falls ihr noch was zu Weihnachten braucht. Und wir sehen uns ansonsten morgen um 15 Uhr in einem brandneuen Video. Bis dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!